Treppe funzt. Oh, ein Enderman auf dem Dach. Das passiert. Solange nicht dein Haus abbaut. Das ist was Endermans ja manchmal tun. Blöcke abbauen und mitnehmen als Souvenir. Na, das kriegen wir doch hin. Ich schwimme meinen Erzblock. Ein Erzdeck. Bin ja auch gleich mal. Nö, Steine habe ich noch genug. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich mir mal irgendwann mal ein Weizenfeld bei mir vor die Haupthöhle setze, aber du hast ja hier bei der Hütte schon Weizenfeld. Ja. Kann man das ja benutzen. Da ist ja der Kommunismus eingeführt worden bei uns. Jeder nimmt, was er braucht. So sieht's aus. Also was öffentlich, also jetzt in die Kisten rumwühlen, jetzt im Haus. Nicht unbedingt, aber spricht jetzt auch nichts dagegen, jetzt bei Wintersfeld, wenn man nachpflanzt. Spricht nämlich generell auf dem Server, auf Server nichts dagegen. Kann ich auch auf dem Community Server, wo ich gerade bin, wenn nachpflanzt, das ist ja, spricht nichts dagegen. Erde, 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 Erde. Wird jemand Jobs genommen? Vielleicht bin ich wieder tot. Das ist aber nicht gesund. Das stimmt. Das stimmt wohl. Tot sein ist nicht gesund. Die meisten Ärzte empfehlen es auch, nichts zu tun. Tot zu sein. Man wird allgemein eher als hinderlich erachtet. Ja. Gut.
Ja, Minecraft-Musik in der Playlist halt. Passend. Und ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. So. Na, dann machen wir das hier zu Ende. Ich glaube, auf die Weise geht das am besten. Jetzt hier einfach von innen weiterbauen. Beste Taktik. Die beste Tiktak. Ich weiß nicht, wie mein Kopf gerade von Tiktaks auf Minions gekommen ist. Sehen ja ähnlich aus. Was sagst du denn zu den schönen Wahlplakaten mit Ich dem? krieg jedes Mal einen Lachflash, wenn ich an einem Plakat mit dem Scholz drauf vorbeifahre mit Kompetenz für Deutschland. Ja, ich meine von mit den Plakaten mit dem Minion, mit dem von der Partei, die Partei. Keine Ahnung, hab ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen, das Laschet-Minion? Nö. Ich find's großartig. Ich muss das mal zeigen. Wer mit Minions Wahlwerbung macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Oh, ich find's relativ lustig. Also Minions nicht so unbedingt, aber das Laschet-Minion ist toll. Ich kann ihn gar nicht mehr anders sehen als in dieser Form. So, was war das denn? Ich hab's meinen Big Pictures geschickt. Sehr schön. Ich kann Laschet gar nicht mehr anders sehen als so. Das ist einfach, wenn ich irgendwo Laschet in der Presse sehe, irgendwie bei einem Interview oder so weiter, habe ich auch das Bild dazu im Kopf. Was meinst du, Prof, ist das eine passende Darstellung? Hab's mir immer noch nicht angeguckt. Dann tu das mal. Nö. Nö. Kein Bock. Nicht wirklich. Ich falle. Falle und Falle. Verfalle. Nee, das ist was anderes. Nudeln. Lecker Nudeln. Kann man zu allem essen. Nudeln ist echt, kann man. Das ist eine Sache, die kann man wirklich zu allem essen.
In meinem Pudding brauche ich sie trotzdem nicht. Ja, Pudding jetzt nicht unbedingt, aber... Okay. Was haben wir da jetzt gemacht? Wenn ich das jetzt abbaue. Die Stufe da, die Treppe da ansetze. Oh shit. Sterben hat keine Konsequenzen mehr. So, was machen wir jetzt? Das mal abgebaut. Stufen, Holz. Holzstufen. Oh, oh, oh. Shit. So. Stellt jetzt die Frage, ist das wirklich... Ist jetzt Scholz wirklich der, der unser Kanzler werden soll? Nee. Wird aber wahrscheinlich. Das sehen wir zur Wahl. Und die Baerbock, naja. Die hat's offensichtlich jetzt nicht mehr so. Ich setze noch mehr Vertrauen in die Baerbock als in jeden anderen der Kanzlerkandidaten. Ja. Die Grünen haben zwar auch in vielen Bereichen ziemlich einander Klatsche, aber... Was hab ich hier gemacht? Was bin ich hier machend gewesen? Da ist ein Klotz drunter. Da auch. Naja, meine Briefwahl ist schon raus. Ach, hast du schon gewählt? Ja. Mittlerweile haben die das ja recht simpel umgesetzt mit Briefwahl. Ist ja wirklich nur noch ein QR-Code eingescannt und der Scheiß ist unterwegs. Nö, ich werde dann ins Wahllokal gehen, vor Ort wählen.
Darauf habe ich auch während der aktuellen Situation immer noch keinerlei Lust. Ja. Ich lasse zappeln bis zum Ende. das machst du mit der Briefwahl auch. Die dürfen die Briefe ja nicht aufmachen vor Wahltag. Wie hieß keinerlei der? Unterschied, außer dass du noch, dass die Möglichkeit besteht, dass du andere Leute mit Covid ansteckst oder dich selbst ansteckst. Das ist der einzige Unterschied. Maske tragen. Maske bremst nur, aber stoppt nicht. Die eine Minute, die ich da drin bin im Wahllokal. Die kann's ausmachen. Ja. Wenn man Brief wählen kann, dann sollte man Brief wählen. Und eigentlich kann jeder Brief wählen. Und sollte es deswegen auch. Ja. Dann kann dir der Wahlkampf eigentlich egal sein, wenn du das gemacht hast. Ja. Na gut, der beginnt ja schon früh genug. Ja. Ist auch gut so, dann brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Keine Hab daran. Eine Sorgen musst du schon machen, weil. Ja. Die Wahl ist noch nicht entschieden. Naja, mal sehen, was bei rauskommt. Mist. Und da geht er hin. Also ich finde, das alles irgendwie nicht so richtig die Lösung, also... Ja, voll unterstützt also durch keine Partei und keinen Kanzlerkandidaten. Also mit Scholz, ich weiß nicht, ob man mit Scholz... Schon unser Regierungssystem hat nicht meine volle Unterstützung, von daher... Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man mit Scholz besser dran wären als mit Laschet. Das ist... Ja... Laschet wäre schon ein bisschen besser, würde ich schon sagen. Weil Laschet wäre eine Katastrophe. Nein. Laschet wäre eine absolute Katastrophe. Scholz auch, ich sag nur Cum-Ex und Wirecard und. The list continues. Ja. Und dieser, und dieser Wahlkampf, da können wir da mal drüber reden, das war jetzt. Ich find's immer noch sehr witzig, jedes Mal, wenn die CDU draufstopft. Aber die Grünen, die haben da was gemacht. Ja, und guck mal, da habt ihr genau dasselbe gemacht. Ja, aber dieser Wahlkampf. Dieser Wahlkampf war doch. Das ist einfach. Es ging noch nie um inhaltliche. Es ging noch in keinem. Ich glaube, das haben auch. Das habe ich auch mal gehört in einem. Also auch. Es soll wohl der inhaltsloseste Wahlkampf seit langem sein. Das ist also seit. Wenn nicht sogar seit ever. Ja, es ist. Es ist halt einfach, weil. Es geht was halt immer, nur ums Personal. Es was ist so halt, ein Bullshit. Es geht die ganze Zeit nur darum, dass es wer hat wo abgeschrieben, wer lacht wo im Hintergrund, wer. Es ist halt einfach. Auch in dem Kanzlertriell, da ist jetzt zum Beispiel das. Manche Themen sind auch gar nicht gefallen. Das ist mancher. Es ist nicht mal das Wort hier. Digitalisierung, das Wort Digitalisierung ist gar nicht gefallen. Das haben sie gar nicht. Das ist. Die haben es nicht mal erwähnt. Was, also ich nicht heutzutage, mal. Was sich heutzutage Regierung schimpft. Oder Kanzlerkandidat. Ja. Wie ist die Partei? Wir haben. Wie viele waren es? Glaube ich 299 Kanzlerkandidatinnen. Aufgestellt. Nee. Und alles mit Doktoren und Professortitel. Jetzt mal ein paar Wissenschaftler bringen Wissenschaftler ins Parlament.
nachdem die letzte Regierung so sehr drauf geschissen haben. Sollen jetzt mal ein paar Wissenschaftler an die Macht kommen. Und da kommt Zelda bei mir. Zelda Musik. Oder ne, Pokémon. Bei mir läuft weiter. Ja, Pokémon, die haben Pokémon Pearl Edition. Ja, Metal kann ich hier bei mir leider relativ schlecht unterbringen. Ja, passt irgendwie in eine Hintergrund-Playlist nur mäßig. Außerdem im Stream ein bisschen schlecht. Das wird mir durchgeklemmt werden. Es gibt genug auch urheberrechtsfreien Metal. Das ist jetzt nicht das Problem. Naja. Aber passt halt zu Minecraft irgendwie es nicht. Gibt so absolut jedes, es gibt, gibt urheberrechtsfreie Musik für absolut jedes Genre. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja. Die Frage ist, wie klingt das im Minecraft-Video? Gute Frage. Könntest du ja mal ausprobieren. Könntest du den YouTube-Kanal mal wieder aktivieren. Ich hab die ganze Zeit im Hintergrund den Kram... Ja, aktivieren ist ja schwer. Der Kanal existiert ja gar nicht mehr. Du kannst neue gründen. Nee, danke. Hab keine Lust mehr, auf YouTube irgendwas noch zu machen. Wäre auch mal ein Konzept. Metal Minecraft. Metal, Leute. Jetzt 2 noch. Ich glaube, Metal-YouTuber gibt es noch zu wenige. Boah, einige gibt es da schon. Metal-Leute. Den würde ich nicht als Metal-YouTuber sehen. Nicht? Nee. Der ist einfach nur ein Mobbing-Opfer. Tja. Hast nicht Bock drauf, deine Adresse im Internet zu leaken? Nö. Zum Drachenlord 2.0 zu werden? Ich wohne in einer fucking Mietwohnung. Ein Teufel werde ich tun. Ja, das wäre schlecht. Dem gehört sein Hof ja wenigstens. Also kann er da schon mal nicht rausgeschmissen werden. Ich kann das schon, das ist von der Polizei. Du kannst keinen Platzverweis für das eigene Grundstück geben. Kommt drauf an, was du machst. Mord, dann kannst du ins Gefängnis kommen, aber sonst? Es gibt keine Möglichkeit, als Bestrafung jemanden aus seinem eigenen Haus zu entfernen. Ja, du kannst halt, wenn du Schulden hast, kannst halt verpfändet werden. Das ist nicht das Problem in diesem Fall. Er könnte theoretisch täglich in der Öffentlichkeit auf seinen Rasen scheißen und niemand könnte ihn trotzdem von seinem Grundstück dafür entfernen. Ja, wie gesagt, wenn du pleite bist, kannst du verpfändet werden. Eine Schulden hast. Ja, aber zur Tilgung der Schulden. Im Endeffekt nicht dir. Aber solange es dir gehört, kann niemand dich da entfernen. Ja. Dann nimmt man sie weg. Das funktioniert so nicht. Noch. Das wird auch nicht so funktionieren. Außer uns, das gesamte Rechtssystem in Deutschland wird auf links gekrempelt. Auf links ist dann eine schlechte Sache. Schlecht. Und auf rechts gekrempelt.
Hängt davon ab, was die Rechte sich als nächstes als Feindbild raussucht. Wahrscheinlich eher nicht den Drachenlord. Das ist. Ja, da gibt's größere Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Rechte den als Freund hätte, aber. Die wird ihn einfach ignorieren. Na, Feind nicht auch und nicht unbedingt. Das ist halt. Erst wenn er aus der Armee desertiert. Ja. Du bratenes Hühnchen. Ja, Stein habe ich noch ein bisschen. Müsste ich nur mal schleifen. Schneiden, nicht schleifen. Ach ja, und ich habe jetzt auch Minecraft Dungeons, das Spiel für die Switch. Habe nie Interesse dran gehabt. Muss ich auch mal irgendwann spielen. Ich habe Minecraft, weil es ein interessantes Sandbox-Game ist. Und. Nicht wegen dem Artstyle. Ja. Muss ich mir mal anschauen. Ich merke halt jetzt, ich habe momentan. Ich muss halt irgendwann mal wieder machen, weil ich halt da noch ein paar Spiele. Die Mario-Spiele, die ich gerade am Laufen habe, die will ich auch noch irgendwann zu Ende spielen. Im Let's Play. Aber ansonsten habe ich gerade erstaunlich wenig. Ich habe gerade nicht die Kraft dazu, mich abends nochmal vor der Switch zu hocken. So PC-Let's Plays sind ein bisschen was anderes, weil da. Du musst halt letztendlich nur OBS anschmeißen und loslabern. Und das Spiel einfach weiterspielen. Für die Switch muss. Für die Switch hältst du den Kram ja immer noch vor die Kamera, oder? Ja, für die Switch machst du noch vor die Kamera und da musst du halt noch. Irgendwann musst du schon mal den Profi vielleicht nochmal eine Capture-Card hinwenden. Ja, und dann kann man das vielleicht auch über OBS irgendwie hinkriegen, dass man da vielleicht kriegt, dass ja, man das Switch hin. Dann geht der Scheiß nämlich einfach als Kamera-Input in OBS rein. Ich kriege mir das mal hin, irgendwann. Musst du dir halt mal eine Capture-Card besorgen. Ja, wenn, dann mach ich dann. Wenn, dann musst du auch gleich eine gute kaufen. Moment, eine halbe. Ich habe eine mal auf eBay geholt. Wenn du da Empfehlungen für mich hast. Fällt schwer, die Firma gibt's nicht mehr. Das ist diese. Ich habe den Kram im Endeffekt aus einer Firmenauflösung rausgekauft. Aha. Also die Firma hat damals Capture Cards konstruiert, die handykompatibel waren. Es muss ja nicht unbedingt einen. Wie heißt der dieser. Diese, die die meisten YouTuber benutzt haben. Ich habe keine Ahnung. Elgato war es. Elgato, ja. Das muss ja nicht eine Elgato sein. Muss man ja nicht. Ich habe halt damals aus der Firmenauflösung mir eine Luki Link gekauft. Die waren halt damals gedacht dafür, dass du ein Handy als Handy an eine Großkamera montieren kannst als Monitor. Das ist aber so ein Spartending, dass es halt wirklich die Kickstarter-Kampagne für das Ding war erfolgreich. Die Firma danach halt nicht. Weil alle, die Interesse an dem Ding hatten, haben sich's in der Kickstarter-Kampagne geholt. Danach. Und das war's. Ja. Danach war's vorbei. Das geht halt wirklich über einen stinknormalen Treiber rein ins System. Und ja. Das ist. Darum halt, wurden dann irgendwann knapp 60 Stück davon nochmal auf eBay zu verkauft und damit hatte sich das Ganze. Ja, und eine habe ich jetzt hier noch rumliegen. Wenn man halt seinen. Funktioniert gut, 4K 30 FPS Aufnahme mit Ton. Wenn man halt sein Firmenkonzept so nach. so nicht richtig aufbaut, dann ist halt. Ja. Wenn man halt was als Produkt macht, was dann später keine Nachfrage geben wird. Ach, fuck it, eskaliere ich mit dem Keller, habe ich soeben entschlossen. Wann eskalierst du mal nicht in Minecraft?
Ziegelsteine brennen. Das Dach habe ich, glaube ich, gleich fertig. Das soll ich bald. Die Musik passt ja erstmal gerade gar nicht. Metroid Prime. In der Weltraummusik ist gerade nicht so gut. Ja. So Final Fantasy reingemacht. Bist du eigentlich irgendwie noch auf anderen Servern aktiv oder? Bin momentan auch insgesamt wieder weniger aktiv in Minecraft. Aha.